und herzlich willkommen. Ich bin heute wieder bei Dr. Uwe Petermann, Präsident der IVAS, also der International Veterinarian Acupuncture Society. Worauf ich vielleicht besonders hinweisen möchte, das sind beispielsweise bei Sehnenerkrankungen, bei Gelenkerkrankungen, ist das Laserlicht in der Lage, sozusagen Narbengewebe wieder umzubauen. Beispielsweise beim Pferd, bei Tendinitis ist eine ganz typische Sache, da werden diese Faserrisse, die dort entstanden sind, narbig repariert. Und dieses Narbengewebe ist unelastisch. Das heißt, das ist Reparaturgewebe, aber kein elastisches Gewebe, wie es ursprünglich mal war. Und das Problem ist, dass wenn 1, 2, 3 solche Sehnenfaserrisse da passiert sind, das Gewebe immer unelastischer wird und der nächste Riss vorprogrammiert wird. Und das Laserlicht macht genau das, es weicht dieses Narbengewebe, strukturiert es wieder um und macht gleichzeitig die Synthese von Kollagenfasern. Kann ich das auch schon machen, wenn der Sehnenriss ausgeheilt ist? Das kann man eben, dann ist es zwar schwieriger, weil ich erst das Narbengewebe wieder auflösen muss, bei der akuten Sache ist es sehr viel einfacher. Ich habe auch das, vielleicht mal ganz interessant, auf meine Homepage hinzuweisen, Akupunkturtierarzt. Ja. Da ist auch unter anderem eine Studie über die Behandlung dieser Tendinitis mit über 30 Patienten. Und das zeigt, wie erfolgreich das ist bei Patienten, die vorher wirklich auch schon ausreichend und langfristig vorbehandelt worden sind. Waren das denn auch alles wieder Pferde, die du normal reiten konntest? Oder das Ziel ist eine wirkliche, eine Restitution. Eine Regeneration, also das Laser ist regenerierend, restituierend, entzündungshemmend. Das geht sogar so weit, dass man bei Entzündungen, bakteriellen Entzündungen, wo Antibiotika nicht mehr wirken, also multiresistenten Infektionen, mit dem Laser diese Infektion ohne jegliche Antibiotikagabe wirklich sicher und regelmäßig behandeln kann. Das ist faszinierend. Ja. Es ist ein Drama, dass dieses Wissen nicht allgemein bekannt ist. Ja, das ist wirklich ein Drama. Das ist wirklich ein Drama und das ist ganz furchtbar. Das macht mich ganz verrückt. Ist wirklich so. Weil am Ende steht ja meistens dann die Euthanasie, wenn nichts mehr funktioniert. Ja, natürlich. Und das gilt natürlich nicht nur für Tiere, das gilt auch für Menschen. Sehr sicher, sehr gut anzuwenden. Beispielsweise eine Borreliose-Infektion. Ja. Wenn ich den, und das kann ich in der Regel rausfinden, wenn ich die Eintrittsstelle der Borreliose habe, dann kann ich einfach diese Eintrittsstelle mit dem Laser, mit einer entsprechenden Laserfrequenz, mit der Entzündungsfrequenz A2', das ist eine sehr, sehr hohe Frequenz, das ist auch noch wichtig, dass die Laser diese hohen Frequenzen haben. Das ist eben auch ein Fortschritt in der Technik, der sehr, sehr wichtig ist, weil bei diesen Impulsen ist ein Impuls eine Einheit. Und es gibt einmal die Frequenz 292 Hertz, die Entzündungsfrequenz, und die neue Entzündungsfrequenz, die auch wieder in Resonanz zur Entzündung ist, hat 37.000 Hertz. Wow. Das ist 128 Mal mehr Energie pro Zeit als bei der alten Frequenz. Das ist ganz wichtig, man hat sehr viel kürzere Therapiezeiten. Also man setzt diesen Laser dann mit dieser hohen Frequenz vielleicht 30 Sekunden auf die Stelle und man kann sehen, wie sofort der Schmerz nachlässt und nach 3, 4 Behandlungen ist die Borreliose ausbehandelt. Das heißt, die kommt nicht mehr wieder. Die setzt sich nicht irgendwo fest und ist nicht mehr latent vorhanden. Das ist phänomenal. Da muss ich aber dann schnell sein, oder? Nein, das kann man, solange man diesen zentralen Infektionspunkt noch feststellen kann, dann kann man das behandeln. Oder wenn man das später, ich habe das auch schon mal bei Freunden, Bekannten, Kollegen auch schon mal gehabt, dass man dann sagt, du, das ist da ungefähr, war das, und dann schaut man eben über diese RAC-Diagnostik nach und findet dann in der Regel auch diesen Anfangspunkt. Oder man sieht noch, wie sich dieser Kreis ausgebreitet hat. Das ist dann etwa im Zentrum, muss man dann diesen Infektionspunkt vermuten. Und das ist schon eine sehr effektive Sache auch. Ja, Wahnsinn, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass man solche Erkrankungen damit auch in den Griff kriegt. Ja, bis hin zu MRSA-Infektionen. Also das ist eine sehr sichere Behandlungsmethode. Nicht, dass das einmal von 100 Behandlungen klappt, sondern es klappt eigentlich eigentlich fast immer, ja. Wo liegen denn jetzt bei dieser Therapieform die Grenzen? Wo sagst du, kann man nichts mehr machen oder bedingt nur noch, was gibt es da? Also was ich nicht behandeln kann, sind Krebspatienten. Da habe ich keine Einflussmöglichkeit.
Natürlich da, wo Strukturen zerstört sind, ja. Leberzirrhose beispielsweise, ja. Dann kann ich die paar Leberzellen, die noch aktiv sind, die kann ich zwar unterstützen, aber was kaputt ist, ist kaputt. Mhm. Interessanterweise beispielsweise wird häufig auch gesagt, dass bei den COPD-Pferden beispielsweise, dass das Lungenemphysem ein strukturelles Emphysem ist, das heißt, da ist was kaputt. Das ist einfach nicht der Fall. Das sind funktionelle Störungen, die Obstruktion in den Bronchioli erstmal stattfindet, wo die Bronchioli sich einengen durch die Muskulatur, die verkrampft ist, deshalb eben das Clenbuterol, um die Verkrampfung wieder auszulösen. Dann kommt das Schleimhautödem, die Schwellung der Schleimhaut noch dazu und letztlich noch der zähpatexartige Schleim, ja. Sodass das Lumen dieser kleinen Zweige vor den Lungenbläschen immer weiter sich verengt. Und dann kommt es dazu, dass bei der Einatmung immer mehr Luft in die Lunge reingeht, in die Lungenbläschen inhaliert werden kann, als bei der Ausatmungsphase rausgeht. Dadurch dehnt sich die Lunge aus, unter Umständen beim Pferd um 2 Handbreit. Und wenn diese Obstruktion eben aber beseitigt ist, das heißt, die Verkrampfung ist weg, das Schleimhautödem ist weg, der zähe Schleim ist weg, dann gehen die Lungenbläschen wieder in ihre normale physiologische Größe zurück. Und es ist wieder eine ganz normale Lungenfunktion vorhanden. Und auch die Leistungsfähigkeit der Patienten ist wieder da. Also ich habe, möchte ich sagen, bestimmt in meinem Leben 2000 COPD-Patienten mit Laserakupunktur behandelt. Und die weitaus meisten davon mit sehr gutem Erfolg. Was heißt denn die weitaus meisten? Also das scheint ja dann das auch sind, was zu geben. Es gibt, schwierig ich habe mal eine Studie, weil es schon ewig her, da sind etwa 70% der Pferde sind wirklich klinisch gesund, ja. Fertig aus. Endoskopisch und auch von der Lungenauskultation her gesund, von der Funktion gesund, von der Leistungsfähigkeit gesund. Dann sind von den letzten 30%, da sind die meisten sehr stark gebessert und am Ende bleiben 5%, die wenig oder denen man gar nicht helfen kann. Das, woran das liegt im Einzelfall, kann ich dann auch nicht sagen. Es ist halt auch nur eine Therapie. Ja. Es ist eine sehr gute Therapie, aber es bleibt einfach nur eine Therapie von Menschen gemacht. Und deshalb natürlich auch fehlerhaft. Man macht natürlich auch Fehler, findet vielleicht den einen oder anderen Faktor bei der Erkrankungsentstehung nicht. Und dann gibt man sich noch mehr Mühe. Und manchmal funktioniert es dann mit noch mehr Mühe und mit den Kopf durch die Wand gehen. Aber manchmal hilft das auch nicht. Ja, aber das ist doch schon mal ein echt guter Schnitt. Ich meine, selbstverständlich. Also für mich ist das ich habe meine Doktorarbeit über COPD gemacht beim Pferd. Ich kenne mich da wirklich gut aus. Ich habe in einer sehr guten Klinik damals, wir waren die Ersten, die Lungenfunktionsanalyse gemacht haben, die Bronchoskopie gemacht haben, die Lungenspülung gemacht haben. Also ich kenne mich da sehr gut aus und ich kann das wirklich vergleichen. Also das ist erfolgreicher als die normale Therapie, was man mit der Laserakupunktur machen kann. Definitiv. Das ist irre. Also ich bin echt immer wieder überwältigt, was man dafür für Erfolge mit erzielen kann. Also es ist leider nicht ausreichend bekannt. Ich denke, ich habe eine sehr professionelle Homepage, die hat meine Tochter mir gemacht, die ist Designerin und die hat das sehr schön gemacht und da stehen sehr viele interessante, denke ich, Artikel drin, auch eben einmal Veröffentlichungen, die ich gemacht habe, über bestimmte Beispiele, über Hufrehe, über psychische Punkte, auch Psyche kann man auch sehr gut behandeln, über die COPD, über Tendinitis und über Schmerztherapie also und so weiter. Also auch wirklich sichtbare Sachen, dass man... Ja, ja, und da sind dann auch Patientenbeispiele dabei, wo man dann wirklich auch sehen kann, wie das funktioniert. Es sind sehr viele Bilder auf der Homepage, die das auch beweisen, auch gerade diese MRSA-Infektion, ganz viele wirklich beeindruckende Bilder, die einem zeigen, dass das tatsächlich funktioniert. Ja. Könntest du vielleicht noch mal kurz deine Homepage erwähnen, wie ich da drauf... Ist einfach Akupunkturtierarzt, www.akupunkturtierarzt.de. Super. Also in einem Wort, Akupunktur, Tierarzt in einem Wort. Das heißt, für alle Interessierten gilt es jetzt, auch auf die Homepage nachgucken, nachrecherchieren, ob das auch alles so... Ob das wirklich wahr ist, ja. Ob das wirklich wahr ist und ich gehe davon aus und ich habe es ja selber schon festgestellt, dass das so passt und so stimmt. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Das heißt, ich kann für die Laserakupunktur so gut wie... fast alles damit behandeln, bis auf zum Beispiel Krebs? Das auf jeden Fall, also meiner Meinung nach nicht. Was sagst du noch? So, gut, okay, wenn ich jetzt Akutfälle habe, dann muss ich gucken. Keine Frage. Es ist, wenn man viel Erfahrung hat, kann man auch akute Fälle behandeln, was sehr gut geht.
Die sind meistens sehr einfach zu behandeln sogar. Ja. Und das Interessante ist, dass man eben über die Akupunkturdiagnostik Zusammenhänge herausfinden kann. Das heißt, ich kann auch die akute Erkrankung sehr viel besser aufschließen. Was ist als Ursache dahinter? Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank. Ja, gerne geschehen. Auch für diese ausführliche Darstellung. Ich glaube, man hat jetzt einen sehr guten Überblick darüber bekommen, was man damit alles machen kann und was nicht. Und der Teil mit dem, was nicht, hält sich ja wirklich überschaubar. Es ist wirklich überschaubar. Es ist halt nur eine Therapie und man kann Fehler machen und es gibt auch mal was, was nicht funktioniert. Aber es ist schon eine unglaubliche Bandbreite. Ja, super. Also vielen, vielen Dank. Und ich denke, wir sehen uns irgendwann mal wieder, spätestens in Leipzig. Genau. Ja? Alles klar. Gut.